Ja, herzlich willkommen auf dem Radioactive Server. Heute geht es um das Thema Musi und wie tame ich so ein Musi. Wer schon mal in der A-Reihe von A1 bis einschließlich A6 unterwegs war, ist sicher schon mal einem dieser Musis bzw. Elche begegnet und hat sicher schon mal festgestellt, dass dieses Tier nicht ganz so einfach zu tamen ist. Dort gibt es einige Dinge zu beachten. Erstmal etwas zum Musi. Der Musi ist der zweite Tetch-Farmer bei uns auf dem Server und zeichnet sich dadurch aus, dass er halt wesentlich kleiner ist, zusätzlich, wie ihr seht, springen kann und mit seinem Geweih halt kleinere Tiere, zum Beispiel Schweine, aufnehmen kann, was euch eine große Hilfe beim Tamen von kleineren Tieren sein kann, da ihr diese einfach mitnehmen könnt und zum Beispiel zu eurer Falle tragen könnt. So, gucken wir mal kurz, was benötigen wir. Fangen wir bei den Fähigkeiten an. Dazu benötigt ihr natürlich wieder die Taming-Tierstufe und um das Ganze zu erleichtern, wieder die Schleichenstufe 3 und die verbesserte Zähmeffizienz. Bei den Quest-Skills hilft euch ebenfalls hier wieder der Sperm Whale Killer. Dieser gibt euch nochmal einen 30% Taming Affinity Boost beim Tamen jedes Tiers. Was benötigen wir also als Ausrüstung? Erstmal solltet ihr dabei haben einen Bogen mit ausreichend Pfeilen und ein paar Bolas. So, jetzt ist der Musi etwas anders als ein Rhino oder eine Giraffe oder ein Elefant, denn dieser benötigt mehrere Sachen zu essen. Diese habe ich hier einmal vorbereitet. Das ist einmal der Schrumpfkopf-Eintopf des Dragons Tongue Delight und des Dark Drew, sowie zuletzt Taranostri, also die Taranostri-Leckerei. So. Wie funktioniert das Ganze jetzt? Das Tier wird euch, sobald ihr es in der Bowle habt, anzeigen, was es essen möchte. Das wechselt zwischen diesen Gerichten und diese Gerichte sind zwingend notwendig. Es kann sein, dass er für jeden Taming-Vorgang immer das Gleiche haben möchte. Das ist aber eher unwahrscheinlich. Deswegen ist es gut, wenn ihr vorbereitet seid und alle Sachen dabei habt. So, für den Anfang solltet ihr euch natürlich ein Musi suchen. Für mein Beispiel ist das jetzt hier dieser Moose Stufe 3. Und solltet gucken, dass in unmittelbarer Nähe halt kein anderes Musi ist, was versucht, euch anzugreifen und beim Taming-Vorgang stört oder diesen sogar zunichte macht. Am einfachsten geht es, habe ich für mich rausgefunden, mit dem Musi, wenn ihr ein anderes Tier dabei habt. In meinem Fall hier jetzt mein Musi, was einfach den Schaden dann quasi abfängt und ihr als Aggressionspunkt nehmen könnt. Wichtig ist dabei, seht ihr hier, das Tier auf passiv stellen, da es sonst angreift, wenn ihr das Tier angreift und abmountet. So, dann wollen wir doch mal anfangen. Unten, ihr seht meine Leiste, dort ist bereits ausgerüstet eine Bola. Ich rüste jetzt noch den Boden aus und lege mir schon mal auf gut Glück eins der Essen in den Nuller-Slot. So, solltet ihr mit kleineren Tieren versuchen, den Musi zu anzugreifen, kann es durchaus passieren, dass er euer Tier halt auch ins Geweih nimmt und ihr da erstmal nicht weiter rankommt, was ziemlich ärgerlich ist. Deswegen nehmt was Größeres, wie zum Beispiel hier ebenfalls einen Musi. So, dann fangen wir mal an. Erstmal gilt es natürlich, den Musi low zu hauen, bis ihr ihn in die Bola bringen könnt. So, ihr seht, ich mounte jetzt ab, lasse mein Musi quasi den Schaden tanken, bringe den Musi in die Bola, entferne mich und gucke natürlich, ihr seht es hier, vom Bauch an den Musi dran zu kommen. Dieser ist manchmal etwas aggressiv und schlägt die ganze Zeit um sich. Da gilt es halt wieder zu beachten, sucht euch eine möglichst flache Fläche. Nach dem Ablauf einer gewissen Zeit ist es bei dem Musi die Besonderheit, dass dieser aus der Bola ausbrechen kann. Das wird hier sicher passieren. Das heißt, ihr werdet nicht die volle Taming- bzw. Bola-Zeit jedes Mal nutzen können.
Wichtig ist, nähert euch hier am besten ebenfalls vom Bauch, da, wie ihr seht, ihr hier nicht angegriffen werden könnt von dem Musi. Auch kann es nicht schaden, eine Rüstung dabei zu haben. In meinem Fall jetzt sowieso klar, weil ich in der Arktis bin. Da ich sonst halt erfriere und die halt auch etwas mehr aushalte. Ihr habt jetzt gesehen, der Musi ist, obwohl noch Zeit da war, aus seiner Bola ausgebrochen. Das ist halt bei den Musis so. Das ist auch so gewollt, dass diese genau das machen. So, ihr haut den Musi wieder low, schmeißt die Bola im besten Falle auf das Tier und nicht wie ich daneben. Und lasst euer Tier halt ganz normal wieder den Schaden abfangen. So, jetzt seht ihr, der Musi liegt etwas bescheiden hier. Muss ich gucken, wie ich da jetzt am besten dran komme. So, jetzt möchte er natürlich was anderes haben. Er möchte jetzt den Schrumpfkopf-Eintopf haben. Ihr wählt das neue Essen aus, legt es in euren Nuller-Slot und füttert es wieder. Seht wieder, von der Position, wo ich mich befinde, quasi am Bauch, kann der Musi euch nicht angreifen und ihr könnt ihn in Ruhe füttern. So, es kann natürlich auch passieren, dass die Bola ganz normal durchläuft. Meiner Erfahrung nach passiert das eher selten. Kommt aber dennoch manchmal vor. Habt also besser ein paar Bolas mehr dabei als zu wenig. So, für den Fall, wie ihr es jetzt seht, dass ihr nicht mehr füttern könnt, weil die Zeit schon abläuft, könnt ihr euch wieder auf euer Tier setzen und natürlich dann einfach abwarten, bis er wieder aus der Bola rauskommt. Achtet darauf, dass ihr das vielleicht zu zweit macht, falls mehrere aggressive Tiere in der Nähe sind, in den anderen Agrids, zum Beispiel Löwen oder hier Yetis, dass ihr einen habt, der aufpasst, dass ihr halt nicht angegriffen werdet. So, ihr bringt den Musi ein letztes Mal quasi in die Bola, schleicht euch von der Seite an, guckt, was er haben will, in dem Fall wieder Kuchen, das sind nämlich kleine Feinschmecker, füttert ihn und so tamet ihr euch einen Musi. So, ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, ich konnte euch gut erklären, wie ihr dieses Tier für euch beanspruchen könnt, verabschiede mich. Und wünsche euch einen schönen Tag weiterhin auf dem Radioactive Server. Tschüss!